Wenn du selbstständig bist, musst du Buchhaltung machen. Das wird dich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig überraschen, aber wenn du dich gerade neu selbstständig machst, dann kann das ganze Thema ja ein bisschen überfordernd sein. Und wir haben hier auf diesem Kanal wirklich hunderte Videos schon zu den ganzen Themen Buchhaltung und Steuern. Und natürlich lohnt es sich, den Kanal zu abonnieren, aber wenn du jetzt gerade starten möchtest, dann hast du wahrscheinlich keine Zeit und auch keine Lust, jetzt hunderte Videos anzuschauen. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mal ein Video auf, in dem ich dir einen groben ersten Überblick darüber gebe, was du als Selbstständiger über deine Buchhaltung auf jeden Fall wissen musst. Und bevor wir inhaltlich in das Thema einsteigen, erstmal ein paar Begriffsdefinitionen. Du arbeitest als Selbstständiger und du bekommst von deinen Kunden Geld auf dein Konto überwiesen. Dieses Geld ist dein Umsatz. Oder auch die Einnahmen. Also Umsatz und Einnahmen ist genau das Gleiche. Und du kannst im Rahmen deiner Selbstständigkeit dann die Kosten absetzen, die im direkten Zusammenhang mit deinen Einnahmen stehen. Also entweder brauchst du jetzt gerade bestimmte Kosten, um diesen Umsatz, diese Einnahmen zu erzielen, zum Beispiel durch Wareneinkauf und Fremdleistung, aber auch so durch Infrastruktur, wie zum Beispiel dein Telefonvertrag, dein Internetvertrag, den Schreibtisch, an dem du arbeitest und so weiter. Das sind Kosten, die du jetzt heute hast und die ermöglichen es dir erst, diese Umsätze zu generieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass du heute Kosten hast, die du ja heute schon tragen musst, um in Zukunft überhaupt die Möglichkeit zu haben, Umsätze und Einnahmen zu generieren. Zum Beispiel jetzt eine Schulung, eine Ausbildung oder ein Seminar. Diese Kosten kannst du dann natürlich auch absetzen und unter Umständen gibt es auch Szenarien, in denen du erst einen Umsatz hast und später die Kosten. Beispielsweise hast du einen Wartungsvertrag abgeschlossen, hast das Geld aber einmalig ganz am Anfang bekommen und musst jetzt über 1 oder 2 Jahre die Leistung noch erbringen. Und dann hast du unter Umständen Kosten, die sich nicht auf Umsätze von heute beziehen, sondern auf Umsätze von letztem Jahr oder vorletztem Jahr. All diese ganzen Kosten, vollkommen unabhängig davon, wie synchron das jetzt mit den Umsätzen zu tun hast, kannst du als Betriebsausgabe absetzen. Was heißt Betriebsausgabe? Du kannst sie umgangssprachlich von der Steuer absetzen, du machst das aber im Rahmen deiner Buchhaltung. Also du machst idealerweise monatlich oder quartalsweise eine Buchhaltung, erfasst natürlich alle Umsätze, also alle Einnahmen, gleichzeitig aber auch alle Ausgaben, alle Betriebsausgaben. Und dadurch ermittelst du deinen Gewinn. Das heißt, dein Umsatz, deine Einnahmen minus alle Betriebsausgaben sind dein Gewinn und der Gewinn heißt auch Einkommen. Das heißt, in der Steuererklärung spricht man denn aus Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Und Einkünfte ist der Gewinn. Das heißt, immer wenn Einkünfte dasteht, dann ist der Gewinn gemeint und nicht der Umsatz. Es kann natürlich unter Umständen auch sein, dass deine Betriebsausgaben höher waren als deine Einnahmen. Dann hast du halt entsprechend einen Verlust oder ein negatives Einkommen. Und mit diesem grundsätzlichen Wissen können wir jetzt den nächsten Schritt machen. Die entscheidende Frage ist nämlich in diesem Zusammenhang, wie berechne ich das Ganze nämlich? Einnahmen minus Ausgaben ist ja schön und gut, aber was gilt eigentlich genau als Einnahmen und was gilt eigentlich als Ausgaben? Und fast noch wichtiger, wann gilt was als Einnahme und wann gilt etwas als Ausgabe? So ganz trivial ist das nämlich nicht, wenn man sich mal im Detail darüber Gedanken macht. Es gibt ein paar Gewinnermittlungsarten und die Gewinnermittlungsarten, das ist das, was man umgangssprachlich Buchhaltung nennt. Das heißt, wie macht man eigentlich seine Buchhaltung? Da gibt es ein paar unterschiedliche Methoden. Ich möchte mich hier an dieser Stelle auf die beiden bekanntesten Arten und Weisen beschränken. Da gibt es einmal die doppelte Buchführung. Das ist ehrlicherweise auch das, was man in der Regel so in einem BWL-Studium und so weiter lernt. Das ist die sogenannte doppelte Buchführung oder auch bekannt als Betriebsvermögensvergleich oder Bilanzierung. Das heißt, das Produkt, das Ergebnis deiner Buchhaltung ist denn eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Und wie der Name schon sagt, berechnest du mit der Gewinn- und Verlustrechnung deinen Gewinn oder deinen Verlust. Das ist aber nur die eine Art, seine Buchhaltung zu machen. Es gibt auch noch eine andere Art und diese andere Art heißt Einnahmenüberschussrechnung. Auch wenn man sich den Namen mal genau anschaut, Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, da geht es auch um die Einnahmen und am Ende das Berechnen des Überschusses. Das heißt, auch das, also die EÜR, die Einnahmenüberschussrechnung, ist eine Art, seine Buchhaltung zu machen. Und am besten schauen wir uns jetzt mal ganz im Detail an, was eigentlich die Unterschiede sind. Denn unterm Strich rechnest du ja deine Einnahmen minus deine Ausgaben sind dein Gewinn oder dein Verlust. Das machst du ja sowohl bei der Gewinn- und Verlustrechnung als auch bei der Einnahmenüberschussrechnung. Stellt sich natürlich die Frage, was ist denn genau der Unterschied? Und wir fangen bei der einfachen Art der Buchhaltung an, also die Einnahmenüberschussrechnung. Die Einnahmenüberschussrechnung berechnet sich nach dem Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, unterm Strich ist alles relevant, was auf deinem Bankkonto passiert. Und wenn wir von Einnahmen sprechen und von Ausgaben sprechen, reden wir immer über Geldzuflüsse auf dein Bankkonto oder Geldabflüsse. Das heißt, wenn du eine Rechnung schreibst, die aber nie bezahlt wird, dann wird das auch nie eine steuerpflichtige Betriebseinnahme, weil du dieses Geld nie bekommen hast.
Es gilt natürlich auch auf der anderen Seite. Wenn du etwas einkaufst, diesen Einkauf aber nie bezahlst, weil du zum Beispiel die Rechnung nicht bezahlst oder weil du das stornierst oder was auch immer, dann ist das nie eine Betriebsausgabe, weil du nie gezahlt hast. Das heißt, bei der Einnahmenüberschussrechnung schaust du eigentlich, um es mal relativ simpel zu sagen, nur deinen Kontoauszug an und schaust, welches Geld ist reingekommen und welches ist rausgegangen. Und so ermittelst du dann deinen Gewinn. Die Bilanzierung verfolgt da ein etwas komplizierteres Konzept, weil sie die Wahrheit besser abbilden möchte. Weil wenn ich in diesem Jahr ganz viel arbeite, Leistungen erbringe, unter Umständen auch die Kosten, die mit dieser Leistung zusammenhängen, in diesem Jahr habe und mein Kunde bezahlt mich aber viel zu spät, also beispielsweise schreibe ich eine Rechnung im Jahr 2024 und ich kriege sie erst im Jahr 2025 bezahlt, dann gehört ja eigentlich die Betriebseinnahme in das Jahr 2024, weil im Jahr 2024 habe ich dafür gearbeitet, ich hatte die Kosten und so weiter. Das heißt, von der Logik her müsste eigentlich auch der Umsatz und die Betriebseinnahme dann in das Jahr 2024 gehören und nicht erst im Jahr 2025, wo ich vielleicht mit dem Auftrag gar nichts mehr weiter zu tun habe. Und die Bilanzierung versucht tatsächlich sowohl bei den Betriebseinnahmen als auch bei den Betriebsausgaben ja diese Positionen in das richtige Jahr zuzuordnen. Das führt dazu, dass man eben nicht einfach nur den Kontoauszug abtippt, sondern ja das Leistungsdatum oder das Rechnungsdatum entscheidend ist. Und das führt dann ganz automatisch dazu, dass man zu jedem Jahreswechsel offene Forderungen hat und offene Verbindlichkeiten hat, die auch steuerlich wirksam sind. Oder um es ganz simpel zu sagen, bei einer Bilanzierung musst du schon die Einnahmen versteuern, wenn du die Rechnung stellst und nicht erst dann, wenn die Rechnung bezahlt worden ist. Das gilt aber nicht nur für die Einnahmen, sondern auch für die Ausgaben. Das heißt, bei der Bilanzierung kannst du auch schon Kosten berücksichtigen, wenn du eine Rechnung bekommen hast, auch wenn du sie noch nicht bezahlt hast. Und dadurch entstehen halt Forderungen und Verbindlichkeiten. Übrigens heißen die Forderungen Debitoren und die Verbindlichkeiten Kreditoren. Das Ganze gilt aber nicht nur für Rechnungen. Wenn ich zum Beispiel ein Geschäftsmodell habe, wo ich große, ich würde mal sagen, rechtliche Risiken eingehe. Und jetzt muss ich Angst haben, dass in der Zukunft 10%, 20% meiner Kunden stornieren oder mich unter Umständen sogar verklagen, weil ich denen einen Schaden zugefügt habe mit meiner Dienstleistung, dann muss ich in der Bilanz Rückstellungen bilden. Rückstellungen für drohende Rechtskosten und so weiter. Das heißt, es gibt die Position Rechtskosten, weil das Risiko ist ja dann in diesem Jahr entstanden und nicht erst in den nächsten Jahren, wenn ich den verklagt werde. Weil den Fehler oder das Risiko gehört ja rein periodengerecht in dieses Jahr. Wie du vielleicht merkst, das Ganze ist genauer, aber halt auch deutlich aufwendiger. Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, wer muss denn was machen? Denn das darfst du dir nicht ganz frei aussuchen. Und wenn du Freiberufler bist, dann kann ich dich schon mal beglückwünschen, denn als Freiberufler kannst du immer die einfache Form, also immer die Einnahmenüberschussrechnung wählen. Du kannst auch immer freiwillig bilanzieren. Ehrlicherweise, meiner Erfahrung nach, macht das fast keiner, weil es ist einfach mehr Aufwand und unterm Strich halten sich die Vorteile doch stark in Grenzen. Wenn du Gewerbetreibender bist, dann hast du dieses Wahlrecht leider nicht. Dann musst du deinen Umsatz und deinen Gewinn anschauen. Solange du unter 800.000 Euro Umsatz pro Jahr machst und unter 80.000 Euro Gewinn liegst, also ganz wichtig, du musst unter beiden Grenzen liegen, dann kannst du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Sobald du nur eine Grenze überschreitest, also 80.000 Gewinn in einem Jahr oder 800.000 Euro Umsatz im Jahr, dann musst du eine Bilanz erstellen. Und damit kommen wir zu dem ganzen Thema Unterlagen. Das heißt, welche Unterlagen, welche Belege, welche Nachweise brauchst du eigentlich für deine Buchhaltung? Und da unterscheiden sich ehrlicherweise so eine Bilanzierung und eine Einnahmenüberschussrechnung nicht wirklich. Es gibt nämlich beim ganzen Thema Buchhaltung einen Grundsatz und der heißt, keine Buchung ohne Beleg. Das heißt, du brauchst für alles, was in der Buchhaltung passiert, einen Nachweis. Ein Beleg. Und ein Beleg kann Kontoauszug sein, es kann eine Rechnung sein, es kann ein Kassenbon sein, es kann eine Quittung sein. Oder unter Umständen, wenn du all das nicht hast, kann das unter Umständen auch ein Beleg sein, den du selbst erstellst. Also ein Eigenbeleg. Aber du darfst nichts buchen, wenn du keinen Beleg hast. Und wenn du deine Unterlagen für die Buchhaltung zusammensammelst, brauchst du natürlich alle deine Rechnungen. Also die Ausgangsrechnung, die du an deine Kunden geschickt hast. Du brauchst auch alle Rechnungen und auch Kassenbons natürlich, die du von deinen Lieferanten und Dienstleistern bekommen hast. Und dann brauchst du alle Nachweise über die Zahlungskonten, also über die Bankkonten, über PayPal, über Stripe, aber auch eine Kasse. Wenn du eine Kasse führst, brauchst du natürlich alle Aufzeichnungen von deiner Kasse. Das sind die Unterlagen, die du erstmal brauchst. Und die musst du dann
hoffentlich nutzt du ein Buchhaltungsprogramm. Hier an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis. Du findest meine Empfehlungen für ein Buchhaltungsprogramm unten in der Videobeschreibung. Da sparst du auch 50% im ersten Jahr. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Das heißt, idealerweise benutzt du für deine Buchhaltung ein Buchhaltungsprogramm. Und dann musst du all das erfassen. Also dein Bankkonto, PayPal, die Kasse, die Eingangsrechnung, die Ausgangsrechnung und so weiter. In der Regel wirst du deine eigenen Rechnungen, also die Ausgangsrechnungen, schon mit diesem Buchhaltungsprogramm schreiben. Die sind sowieso schon einmal drin. Und dann gibt es mehrere Schritte, die du in diesem Buchhaltungsprogramm erledigen musst. Grundsätzlich hat eigentlich jeder Geschäftsverfall, also jedes Geschehnis in deinem Unternehmen, zwei Belege. Und zwar einmal Nachweis auf dem Kontoauszug und einmal den Nachweis in Form einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung. Und das ist wichtig, wenn du mehrere Zahlungsanbieter quasi hintereinander geschaltet hast, dann brauchst du Nachweise für, ja, ich würde mal sagen, jede Stufe. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kaufst beispielsweise eine Software für 1.000 Euro, bezahlst das Ganze aber per PayPal und PayPal nimmt sich dann das Geld von deinem Bankkonto. Dann hast du quasi zwei Zahlungssysteme hintereinander, ja, geschaltet. Und dann brauchst du für diese Transaktion einmal die Rechnung, den PayPal-Beleg und den Kontoauszug. Was ich ganz, ganz häufig sehe in der Buchhaltung ist, dass man dann nur den Kontoauszug und den PayPal-Zahlungsnachweis hat. Der PayPal-Zahlungsnachweis ist aber eher sowas wie ein Bankkonto und nicht die Rechnung. Du brauchst die Rechnung, die du letztendlich tatsächlich da gezahlt hast, die brauchst du auch immer. Das Ganze klingt jetzt in der Theorie relativ einfach. Ich weiß, dass es in der Praxis wahnsinnig kompliziert ist, weil PayPal unter Umständen verrechnet, weil man PayPal wie ein separates zweites Bankkonto nutzen kann. Und du kannst in deiner Selbstständigkeit natürlich auch mehrere Bankkonten haben. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du ein Buchhaltungsprogramm nutzt und du nutzt PayPal aktiv für Einnahmen oder auch für Ausgaben, leg PayPal einfach als zweites Bankkonto an und behandle es ganz normal wie ein Bankkonto. Hier an dieser Stelle und in diesem Zusammenhang noch ein wichtiger Hinweis. Bei einer Einnahmenüberschussrechnung reicht es ja eigentlich rein theoretisch einfach nur sein Bankkonto zu buchen. Das heißt, da musst du gar keine große Unterscheidung machen zwischen Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung auf der einen Seite und Zahlungskonto auf der anderen Seite, weil diese Rechnungen ja immer erst dann steuerlich wirksam werden, wenn du das Bankkonto buchst. Das heißt, theoretisch würde es ja reichen, wenn du einfach nur das Bankkonto, also die Bankkontotransaktionen richtig kategorisierst. In der Praxis sieht es aber so aus, dass dir nahezu gar kein Buchhaltungsprogramm dieser Welt das ermöglicht, einfach nur sein Kontoauszug zu kategorisieren. In den meisten Buchhaltungsprogrammen hast du ja die mehreren Stapel. Das heißt, du erfasst einmal die Ausgangsrechnung, einmal die Eingangsrechnung und verknüpfst dann die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten jeweils mit der Zahlung. Und das ist eigentlich die Arbeitsweise, wie es nur Bilanzierer machen müssen. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, weil ich sehe den Fehler immer wieder. Wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung machst, dann musst du diesen Schritt auch unbedingt ausführen. Das heißt, du solltest dich idealerweise einmal im Monat oder einmal im Quartal an deine Buchhaltung setzen und sowohl die Ausgangsrechnungen kategorisieren, als auch die Eingangsrechnungen kategorisieren und beides mit den entsprechenden Transaktionen auf dem Bankkonto verknüpfen. Warum ist das Ganze wichtig? Wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, dann sind deine Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung erst steuerlich wirksam, wenn man sie auf dem Bankkonto sieht. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber deswegen reicht es in deinem Fall nicht, dass du einfach nur deine Rechnungen erfasst und diese Rechnungen rein und raus nicht mit dem Bankkonto verknüpfst. Dann hast du dir zwar viel Arbeit gemacht, indem du alle Rechnungen erfasst hast. Aber in der steuerlichen Auswertung und der steuerlichen Berechnung war das Ganze bisher wertlos, weil die steuerliche Würdigung und die steuerliche Einschätzung passiert erst zum Zahlungszeitpunkt. Und wenn du die Rechnungen nicht mit den Bankkontotransaktionen verknüpfst, dann ist das Ganze halt einfach steuerlich noch nicht geschehen. Und das Ganze ist super ärgerlich, weil du hast unter Umständen 80% der Arbeit erledigt, aber tatsächlich wirksam ist davon noch gar nichts, weil du deine Bankkontotransaktion halt noch nicht mit den Rechnungen verbunden hast. Deswegen ganz, ganz wichtig, die Arbeit ist erst getan, wenn du auch im Bankkonto jeweils hinter jeder Transaktion eine Rechnung gehängt hast und das Ganze verknüpft hast. An dieser Stelle aber auch noch der wichtige Hinweis. Wir sprechen bis hierhin ja über die Gewinnermittlung. Also wie ermittelst du deinen Gewinn? Und dein Gewinn ist relevant für die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, weil in der Einkommensteuer und der Gewerbesteuererklärung versteuerst du deinen Gewinn. Und deswegen musst du natürlich deinen Gewinn berechnen und das machst du halt entweder mit der Bilanzierung oder der Einnahmenüberschussrechnung. Das Verknüpfen der Rechnungen mit den Zahlungen ist aber auch für die Umsatzsteuer relevant. Bei der Umsatzsteuer ist es egal, ob du einen Gewinn machst oder einen Verlust machst. Da ist der Zahlungszeitpunkt in den meisten Fällen aber trotzdem relevant, denn bei der Umsatzsteuer gibt es zwar kein
Zufluss-Abfluss-Prinzip, aber eine Ist-Versteuerung. Und die Ist-Versteuerung kannst du immer dann in Anspruch nehmen, oder die hast du in der Regel, wenn du unter 800.000 Euro Umsatz im Jahr machst. Und ehrlicherweise, die meisten Einzelunternehmen machen unter 800.000 Euro Umsatz. Und dann musst du Umsatzsteuer immer erst dann abführen, wenn das Geld auf deinem Konto angekommen ist und nicht dann, wenn du die Rechnung schreibst. Das kommt dir wahrscheinlich bekannt vor. Die Ist-Versteuerung ist im übertragenen Sinne eigentlich das Zufluss-Abfluss-Prinzip für die Umsatzsteuer. Das heißt, unterm Strich gilt für alle Steuerarten genau das Gleiche. Du musst unbedingt deine Rechnungen auch noch mit den Zahlungen verknüpfen. Und dieses Video darf ich nicht enden lassen, ohne den eindringlichen Appell, dass du deine Buchhaltung nicht mit Excel machst. Vollkommen egal, wie groß deine Selbstständigkeit ist, vollkommen egal, wie viel Umsatz du machst, vollkommen egal, ob du Kleinunternehmer bist oder nicht, bitte mach deine Buchhaltung nicht mit Excel. Und das Zauberwort, was ich in diesem Zusammenhang erwähnen muss, heißt GOBD. Wenn ich das ganze Thema in vollem Umfang hier aufmache, dann wird das Video 3 Stunden lang. Deswegen verweise ich einmal auf das Video, was ich dir hier oben rechts verlinke. Da erkläre ich, was die GOBD sind und worauf du da als Selbstständiger achten musst. Und diese GOBD gelten für alle Selbstständigen. Es ist in der Praxis schon häufig so, dass das Finanzamt nicht ganz so streng hinschaut bei kleinen Selbstständigen. Aber rechtlich, also gesetzlich gesehen, musst du dich an die GOBD halten, auch als kleiner Selbstständiger oder als kleine Selbstständige. Und Excel ist einfach nicht GOBD-konform. Und es gibt GOBD-konforme Buchhaltungsprogramme, die auch nicht die Welt kosten. Ich selbst mache meine eigene Buchhaltung schon seit Jahren mit LexOffice. Und das wäre auch meine persönliche Empfehlung für dich. Meine ganzen Freundeskreis, meine Familie, alle nutzen LexOffice, zumindest alle, die selbstständig sind. Und deswegen ist es auch meine Empfehlung für dich. Du findest unten in der Videobeschreibung meinen Partnerlink, da sparst du auch 50% im ersten Jahr. Und das ist es wirklich wert. Dann hast du eine GOBD-konforme Buchhaltung. Und die hast du mit Excel nicht. Unterm Strich muss man aber auch sagen, du musst das Ganze gar nicht machen. Natürlich muss für dich eine Buchhaltung erstellt werden, wenn du selbstständig bist, aber du musst das nicht zwingend selbst machen. Das ist die eine Möglichkeit, du machst halt selbst deine Buchhaltung. Du kannst aber natürlich für diese ganzen Tätigkeiten auch einfach einen Steuerberater beauftragen. Das kostet in der Regel ein kleines bisschen, ist es aber, wenn du dieses Thema wirklich nicht magst, ist es das in der Regel auch wert. Also das Investment in einen Steuerberater ist meistens ein sinnvolles Investment. Es ist viel schwieriger, einen Steuerberater zu finden, der einen als Selbstständiger nimmt, muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen wäre unter Umständen vielleicht eine Alternative, dass du deine laufende Buchhaltung selbst machst, du aber den Jahresabschluss, also die G&V, die Bilanz oder die Einnahmenüberschussrechnung von einem Steuerberater erstellen lässt. Das heißt, dein Steuerberater kommt immer erst einmal im Jahr, wenn die Steuererklärungen erstellt werden müssen und macht die unterjährige Arbeit nicht selbst. Aber du kannst tatsächlich die unterjährige Arbeit unter Umständen an einen anderen Dienstleister auslagern. Und zwar gibt es einen Unterschied zwischen Steuerberatern und Buchhaltern. Das heißt, wenn du keinen Steuerberater findest oder dir der Steuerberater auch zu teuer ist, dann kannst du dich auf der Suche machen nach einem Buchhaltungsbüro, nach Bilanzbuchhaltern beispielsweise. Da gibt es einige Anbieter, die machen dann nur deine Buchhaltung. Die sind nicht ganz so hoch qualifiziert, die dürfen zum Beispiel auch die Steuererklärungen nicht machen, aber sie können die laufende Buchhaltung für dich erledigen und sind dann entsprechend meistens auch ein kleines bisschen günstiger. Und das ist ehrlicherweise auch ein Setup, mit dem ich über viele Jahre gut gefahren bin. Das heißt, ich hatte eine Buchhalterin, die hat unterjährig einfach die Buchhaltung gemacht und einmal im Jahr sind dann quasi für die Jahresabschlussarbeiten alle Unterlagen an den Steuerberater gegangen und dieser Steuerberater hat dann basierend auf der unterjährigen Buchhaltung einfach die Jahresabschlüsse und die Steuererklärung gemacht. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man etwas Geld spart und es trotzdem nicht selbst machen muss. Wenn du zu dem ganzen Thema Buchhaltung, Steuerberater, Bilanzbuchhalter, Bilanzierung, Einnahmenüberschussrechnung, was auch immer Fragen hast, dann schau unbedingt als erstes mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich dir noch weitere vertiefende Videos verlinkt oder schreib einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne im Kommentarbereich weiterzuhelfen. Wenn du jetzt auf der Suche bist nach dem perfekten Buchhaltungsprogramm, dann solltest du auch in der Videobeschreibung vorbeischauen oder du klickst direkt hier oder du schaust jetzt erstmal, um ein bisschen runterzukommen, einfach ein anderes Video auf diesem Kanal. Ich habe auch entspanntere Videos, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.